Hallo und ich begrüße euch zu Let's Play Battlefield 3 Online, heute auf der Map Nordschrank-Kanäle im Modus Rush und ich soll mit der KH-2002 spielen. Der Rest ist mir überlassen und da ich mit dieser Waffe hier noch nicht so viel freigespielt habe, entscheide ich mich einfach für kein Visier, für einen Frontgriff und ich glaube noch einen schweren Lauf und dann wäre es das auch damit. Und sobald es fertig geladen hat, werden wir dann damit auch loslegen. So, genau, so möchte ich es sehen. Und ja, ich glaube, es ist ein schwerer Lauf, den ich noch mit dabei habe. Ich werde jetzt aber gleich nochmal gucken. So, da haben wir den Medic. Und ja, ein schwerer Lauf, ein Frontgriff und kein Visier. Okay. Ja, jetzt sind wir hier gerade im Auftrag. Und mal schauen. Ich bin jetzt hier gerade am Steuer und darf also fahren. Mal gucken, ob das überhaupt gut geht. Oh ja, da, das wird gut. So, jetzt komm, volle Pulle, rammen hier. Zack. Hau den da um. Also jetzt erwarte ich aber auch hier was. Hau den doch weg hier. Also ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt der Typ am Geschütz, den ich gerade voll wegpumpt. Dann eben, wow, dann eben so. Das ist geil. Das hat mir gerade gar keinen Schaden gemacht, die Rakete, die mich getroffen hat. Hammermäßig geil. Der wird umgefahren. Okay, vielleicht auch nicht. So. Ich werde hier mal kurz aussteigen. Und mein Teamkamerad... Ah, nee. Nicht reanimieren. Der wurde nämlich anscheinend schon reanimiert. Gut. Finde ich gut, dass es die Teamkameraden machen. Oftmals ist es ja so... Oder was heißt oftmals? Aber manchmal ist es ja so, dass es Leute gibt, die reanimieren nicht. Und dann ist es natürlich gut, wenn es gemacht wird. Mir möchte gerade jemand C4 dran kleben, deswegen... Bin ich ja gerade mal ausgestiegen, aber ganz ehrlich, ich glaube, war beide scheiße. Ja, hier können auch drin bleiben, aber wenigstens wurde ich jetzt reanimiert. Wenigstens etwas. Und da ist einer. Halt die Backen, mein Freund. Was geht denn jetzt mit ihm hier ab? Boah, rumpzt er gerade, ey. Volles Haus, sage ich dann nur. Oh, danke für die Reanimation. Und jetzt muss ich mich erstmal hier in Sicherheit bringen. Im Nahkampf mag ich es ja ehrlich gesagt nicht so, wenn ich da dann eine Waffe mit Burstfeuer habe. Da nehme ich dann lieber eine mit Autofeuer. Ah gut, ich meine, man kann sich halt auch nicht aussuchen, ne? Wenn ich ja mit der KH-2002 spielen soll, mache ich das. Ja, und warum ist der jetzt tot hier? So, unsere Rohpunktvisier haben wir freigeschaltet. Das ist doch mal hier was. Das ist gut, denn ich brauche, glaube ich, ein Visier. Oh nein, hinter mir. Sag mal, was ist denn eigentlich mit diesem Cheesen Biscuits dauernd los hier? Also jedes Mal, wenn mich jemand tötet, dann ist es hier Cheesen. Das ist nicht gut hier. Erstmal hier in Heli einsteigen, zumal ja eh viele gesagt haben, ich soll doch mal öfters in den Chat oder in den Heli einsteigen. Und wenn hier gerade der Heli umsteht, dann steige ich da eben auch mal ein. Und A ist ja jetzt schon down, das ist ein gutes Zeichen. B muss eben jetzt noch down gehen, wir haben noch 25 Tickets. Das sollte eigentlich reichen. Oh, das wird. Oh, das wird schön. Bam, bam, da ist die Flak gleich. Weg hier! Auch wenn es ja nicht gerade so toll ist, mit einem Heli gegen eine Flak anzutreten, aber was soll's. Mit dem Noob-Tube. Mit dem Noob-Tube? Hallo? Also jetzt ist aber hier mal gut. Also das habe ich ja. Das habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, du. Holt er mich mit dem Noob-Tube runter. Kriegst du eins viel. Naja, was soll's. So, da hat man ein bisschen Heilung. Da ist die scheiß Flak, von der entfernen wir uns besser mal. Und da ja jetzt auch schon ein neuer Patch rausgekommen ist und das ganze Premium-System, kann ich ja vielleicht dazu mal ganz kurz was sagen. Und zwar, weil mich viele immer fragen, holst du dir Premium oder holst du es da nicht oder wie machst du es jetzt? Ich werde mir Premium holen. Ob jetzt für die PS3 oder den PC, muss ich mal schauen. Wahrscheinlich eher für den PC, weil ich dafür das Geld einfach mehr bekomme. Und was das... Wow. Und das Ganze wird aber noch nicht jetzt der Fall sein, sondern ich werde mir Premium erst ein bisschen später holen. Zumal ich jetzt eh nicht so unbedingt Close Quarters haben möchte. Also deswegen lohnt sich es auch noch in 2 Wochen oder sonst was. Also von dem her gesehen ist ja ehrlich gesagt auch scheißegal, ob man sich jetzt das Premium-Zeugs jetzt holt oder erst in der Woche oder 2 oder sonst was. Das macht ja auch nichts. Okay, er hat die Heilung.
Und jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir jetzt hier an dem Fahrzeug vorbei? Bevor wir dann nicht vorbeikommen, können wir auch die Bombe nicht legen. Und wenn wir natürlich die Bombe nicht legen, gewinnen wir auch nicht. Ja, also weil, muss ich auch mal kurz sagen, seit dem Patch, ich bin ja recht froh drüber, ist ja der Input-Lag wirklich jetzt eigentlich so gut wie weg. Finde ich sehr gut, Anti-Aliasing habe ich auch noch aus, auch wenn ich nicht glaube, dass er komplett weg ist. Also es ist wirklich jetzt richtig spielbar endlich das Spiel. Aber ganz weg ist der Input-Lag, finde ich persönlich immer noch nicht. Weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nur so im Gefühl, keine Ahnung. Aber was ich sehr lustig finde, in den Patch-Notes stand, dass Sound-Aussätze jetzt gefixt sein sollen. Also sprich, dass das nicht mehr so häufig vorkommt, wie es vor dem Patch der Fall gewesen sein sollte. Der Witz ist, seit dem Patch, wo also das gefixt werden sollte, habe ich mehr Sound-Aussätze denn je. Also ich weiß nicht, was da los ist. Sorry, dann schreibt es in die Patch-Notes rein, dass die Sound-Aussätze jetzt nicht mehr da sein sollen und dass es verringert wurde. Jetzt habe ich mehr denn je. Also irgendwas kann ja da nicht zustimmen. Oh fuck, wir haben noch 4 Tickets und die Bombe ist es einfach noch da. Das kann aber eng werden, du. Das kann eng werden. Leute, kommt, legt die Bombe. Ich gebe euch mit dem Heli noch ein bisschen Unterstützung. Kommt. Legt die scheiß Bombe. Sonst mach's ich halt. Komm, Bombe liegen. Bombe ist scharf. Bombe ist scharf. Leute, jetzt. Hier, kommt. Ruckzuck hier alles nochmal machen. Das ist Action pur hier. Lass die Typen die nicht reanimieren. Knallt alles um. Lass die Bombe hochgehen. Und? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht die Bombe jetzt hoch oder nicht? Was ist denn hier los? Sie ist hochgegangen. Wow. Okay. Also, war aber gerade hier eng, du. Scheiße, die waren dann. Okay, die Bombe ist hochgegangen. Jetzt brauchen wir einen Angreifereinsatz. Und weiter geht's. Das war gerade nochmal spannend, ey. Das war eng, Leute. Nächstes Mal bitte nimmer so. Das ist nämlich nichts für mein Herz hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Hier dauernd Soundaussetzer, Soundaussetzer, Soundaussetzer. Da kriegst du ja eins viel hier. Seid mir nicht böse, aber das trübt einfach das Spielgeschehen und auch den Spielspaß ungemein. Also jetzt ist endlich immer der Input-Lag weg und es ist spielbar. Was ist jetzt? Jetzt haben sie Probleme mit dem Sound. Also, es ist so geil. Also ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Ihr könnt da vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch so Soundaussätze habt. Aber also ich finde es einfach nur lustig. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt haben sie, ich sag mal, das Problem mit dem Bild gelöst. Jetzt tritt das Problem im Ton auf. Es ist hammerhart. Also, wie sie es machen, machen sie es falsch. Wenn man so sagen möchte. Oh, ey, ich treffe kein Scheunentor, ey. So. Oh, 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 oh. Ah, komm. Ja, hallo? Also ganz ehrlich, dann brauche ich keine Burstfeuerwaffe mehr. Wenn ich über ein ganzes Magazin auf den Typ mit Burstfeuer drauf schießen muss und er dann erst down geht, dann brauche ich es nicht. Und hört das? Kein Spielsound. Bombe tickt, aber kein Spielsound. Ich höre null, dass die Bombe hier tickt. Nix. Hier ist nix. Warum höre ich denn nix, verdammt nochmal? Es geht doch wohl nicht an hier. Seid mal nicht böse, aber da ist doch was falsch hier. Sorry, aber da kriege ich einen zu viel. Denn ich finde, gerade im Battlefield ist der Sound auch wichtig. Oh, wow, wow, ein Feind. Da ist er down. So. Der Witz ist jetzt, wo der Input-Lag weg ist, treffe ich irgendwie weniger. nee, aber da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Denn es ist schon ein enormer Unterschied. Wenn man es jetzt mal vergleicht von jetzt und davor, also hart. Und ich denke, jeder, der den Input-Lag vorher nicht gespürt hat, wird spätestens jetzt nach dem Pitch merken, was gemeint war. Und ich verstehe die Leute, die gesagt haben, dass sie keinen Input-Lag hätten. Denn das ist, also,
Ich hoffe mal, dass sie es jetzt verstehen, was damit gemeint war. Und dass sie es auch befürworten. Gut, wer befürwortet es nicht, ist die andere Frage. Okay, den hätten wir auch. Und dann mache ich mich jetzt langsam mal zur Bombe B auf. Denn die muss ja auch mal gelegt werden. Ja, was soll das? Was machst du hier einfach den Zaun auf? Habe ich dir das erlaubt? Ich glaube nicht hier. Halt einfach mal hier die Backen. Du auch. Und ich lege mich jetzt erstmal hin. Werf Medikit. Und spätestens, also Leute, sorry, das läuft doch jetzt so viel, ich sag mal, flüssiger und geschmeidiger. Guckt euch mal an, wenn ich jetzt hier Medikit lege, zack, kommt's raus. Ich drücke auf den Knopf, zack, da flutscht das Teil raus. Wunderschön. Alter, ehrlich. So möchte ich das sehen. Und schon wieder ist kein Sound da. Bam, bam, bam. Ja, also sorry, Leute, aber ganz ehrlich, das ist unglaublich so. Ich weiß jetzt. Du machst was und du hörst dabei keinen Sound. Das ist so bescheuert. Und wie schon gesagt, seit dem Patch tritt es bei mir eigentlich dauernd auf. Also, rein theoretisch könnte ich auch ohne Sound spielen. Und es macht so gut wie keinen Unterschied. Ohne Scheiß hier. Jetzt komm, Leute, die Bombe wird hier gerade von so einem Fuzzi entschärft, Mensch. So, ja, wurde defused beim Enemy, dann pass mal auf hier. Zack, ist er wieder scharf. Da kann der Enemy kommen. Lass mich hier mal kurz ein bisschen... Ah, nee. Habe ich jetzt noch meine Waffe? Nee. Habe ich sie jetzt wieder? Ja. Da ist sie wieder, die KH-2002. Ah, die Bombe ist scharf. Ist schon mal gut. War ja gerade... Ja, da ist ein Feind. Ich habe gerade gedacht... Da muss ein Feind gewesen sein, weil zumindest wurde mir nicht auf der Minimap angezeigt. Das ist auch mal ganz gut, wenn man dann denkt, ist es ein Feind, ist es ein Freund, guckst halt mal kurz auf die Minimap. Aber gut, ich denke, das ist klar, das muss man nicht sagen. Okay, Orton 11, ich spawne bei dir. Und dann müssen wir jetzt hier noch aufpassen, denn da sind jetzt noch ein paar Feinde. Die sollten wir noch ausschalten. Genau, da habt ihr noch ein bisschen Heilung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir uns zu den nächsten beiden Bombenplätzen begeben. Bedeutet, entweder gehen wir hier lang oder gehen wir anders lang. Müssen wir mal schauen. Aber da jetzt hier gerade die Feinde alles so schön rumstehen, können wir die ja auch mal kurz abknallen. So viel Zeit muss sein. Super. Jetzt kommt er hier oben vom Berg runter. Was an der Unterlaufschiene schwerer Lauf. Ja, mein Freund. Der M26-Glitch ist gefixt. Da kannst du noch so mit rumrennen. Aber es gibt ja schon den nächsten Glitch. Und zwar die AUG mit Unterlaufschiene und da dann M320 Smoke. One-Hit. Also ich weiß nicht, was DICE mit dem M320 war. Jetzt kann man aber mit dem M320 Smoke die Leute One-Hitten. Ich find's lustig. Also... Es sind wirklich so Sachen, ich meine, man bringt einen Patch raus, um Sachen zu verbessern, aber man macht es teilweise schlimmer. Ich meine, klar, jeder, der irgendwie mal Sachen entwickelt hat, weiß, dass sowas einfach passiert und man auch gar nicht oftmals weiß, warum sowas passiert. Aber wenn man sich's anguckt, muss man schon manchmal drüber lachen. Ich meine, sie fixen den M26-Glitch. Was passiert aber? Dabei entsteht ein M320-Bug. Also, ich meine, irgendwie ist es ja schon lustig. Oh Mann, jetzt haben die hier wieder ihre Flak rumstehen, gell? So. Ahahaha. Geil. Da lege ich auf den Boden und der Typ trifft mich trotzdem noch. Oh, leg dich hin. Puh, puh, puh. Erstmal Heilung. Und ich merke gerade, die eine Bombe ist ja schon wieder down hier. Gut so. Also am Anfang gab es ja noch ein paar Probleme hier. Aber ich muss sagen, jetzt läuft es doch rund hier. Ich meine, ein paar Startschwierigkeiten hat jeder mal. Von mir gesehen, dafür läuft es jetzt umso besser für uns. Oh, fuck.
Gerade kann ich eigentlich gar nicht so viel machen, außer die Typen hier zu reanimieren. Da hat man noch ein bisschen Heilung. Da unten sind, glaube ich, noch ein paar Feinde. Ja, da kriege ich da rum. Ah, kann ich da runter und die reanimieren? Ich glaube eher weniger, denn da sind ein Haufen Feinde. Ah, Leute, müsste halt bei irgendeinem Squad-Mitglied spawnen. Ja, was rumpst denn hier? Was geht denn hier ab? Geil, ich bekomme Mitmarker, aber keine Ahnung, wo der Feind ist. Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm, du gehst wieder hoch. Und schon wieder Sound aussetzt. Also ich weiß nicht. Also, entweder es fällt nur mir auf oder es stört nur mich oder sonst was. Aber ey, ich finde es unglaublich. Echt hart. Oh, Bombe ist scharf, zack. Dafür bin ich zwar jetzt tot, aber das Objekt wurde scharf gemacht, ja. Da kann dann noch so der Premium-Spieler mit seiner SKH kommen. Bombe ist scharf. Wo spawnen wir? Komm, Rio 710, wir spawnen bei dir. Bring uns zum Sieg. Geht die Bombe hoch? Sieht eng aus. Ah, sie tickt noch und... Nee, wurde entschärft. Schade. War aber ein enges Ding. Also ich denke, spätestens beim nächsten Mal ist das Ding da. Und da wird schon wieder scharf gemacht. Zack. B ist wieder scharf. So wollen wir das doch hier. Gut macht das. Gut, jetzt das Haie beschützen. Zack, eine Granate hinwerfen. Und dann hier heldmutig reinspringen. Die Leute reanimieren. Und dann feststellen, dass sie schon reanimiert wurden. Ist traurig. Kann man hier eine die Flak wegputzen? Ey, ich würde ja so gerne jetzt hier auf den Pionier umsteigen. Oh, und die scheiß Flak wegmachen. Ah, jetzt ist da nochmal einer. Aber die haben ihn. Die haben ihn. Und jetzt heißt also, die nächsten beiden Bomben zerstören. Und dann war es das auch schon mit dieser Runde, wenn wir das schaffen. Also sprich, wir haben es jetzt geschafft, die letzte Basis zu erreichen. Und das ist Astrein. So, komm. Gut, für die Entfernung ist ein Rohpunktvisier natürlich nicht so prickelnd. Da wäre natürlich dann A-Gucken ein Tick besser, aber auch auf die Entfernung geht's. Ach, geht. Das läuft, wie Stromberg sagen würde. Ich lege mich mal hin, reanimier. Nein, nicht reanimieren. So, Teil ist nachgeladen. Gehen wir wieder hoch. Und da haben sie sich versteckt. Guckt euch an. Da oben. Den reanimiere ich aber jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die irgendwie von hinten mal wieder kommen wollen. Nee. Läuft noch alles? Okay, getötet. Von wo, bitteschön? Komm, zeigt mir. Anscheinend doch von hinten, oder? Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Ja, geil. Jetzt habe ich hier eine Pumpe oder was? Na gut. Dann pumpen wir mal. Bam, bam. Reanimieren kann ich jetzt leider niemand, denn ich bin jetzt ein Scharfschütze. Also ein Aufklärer. So. Kriegt er halt einen Header. Die Bombe wird hier mal schön beschützt. Und dann soll es jetzt auch gleich hochgehen. Komm. Zack. Weg ist sie. Beide Bomben weg. Nee. Ich merke gerade, das ist noch gar nicht die letzte Basis. Um Gottes Willen, tut mir leid. Danach kommt noch eine Basis. Mensch, Mensch, Mensch. Bin ich heute durch den Wind. Selbstverständlich kommt da jetzt noch eine Basis. Das ist nicht das Ende. Ja, hat sich da halt vertan. Und ich frage mich, was ist denn da für eine Munition in der Schrotflinte drin? Das Teil geht gut ab. Leck mich am Arsch, du. Ich glaube, das Teil nämlich öfters. Was hat er da drin? Schrotpatronen oder Fletchet oder was ist da drin? Schade, dass man das jetzt sehen kann. Würde ich sonst nächstes Mal auch mitnehmen. Ja, geil.
Also einen anderen Namen kann man sich auch nicht überlegen. Oder HGGHHGGHHGGH. Respekt. Ja, geil, Leute, kommt. Ach, da ist noch eine Bombe. Mhm. Dann machen wir die jetzt mal scharf. Oh, Leute, Hulky, todesmutig. Geht hinter die feindlichen Linien. Nähert sich da Bombe. Sieht da ein paar Feinde. Ja, perfekt. Bombe, Bombe ist scharf. Und da sind viel zu viele Feinde. Danke für den Retz. So, die Bombe tickt. Dann tick hier mal fertig. Durch das Gebüsch haben wir ihn erlegt. Ah, halber Wallhack hier. Jetzt komm, Bombe, geh down. Also Leute, sorry, das ist geil. Ich muss wirklich sagen, die Patronen hauen gut rein. Und natürlich können wir noch nicht vorrücken. Haben wir eigentlich hier kein Spawnbake dabei oder sowas? Ne, nur so eine Drohne. Hm. Egal jetzt. Jetzt können wir aber weiter nach vorne. Gut so, Leute. Jetzt die letzte Basis. Jetzt endlich. Da ist der Haha Gigi Haha hier. Oh, neben mir. Ha, den habe ich nicht gesehen. Tunnelblick for the win. Oh, erstmal weg. Und das Snipern, Leute. Hört's euch an. Na, Feinde scheinen ja aber auch keine zu sein, oder? Die haben sich alle wahrscheinlich hinten schön reingesetzt, irgendwo in eine Mulde. Und kommen da so schnell nimmer raus. Ja, du machst aber jetzt gar nicht hier so schnell, ja? Okay. Der wurde reanimiert. Und jetzt wo gehen wir hin. Wenn ich halt jetzt so eine beschissene Pumpe da hätte, könnte ich auch noch was machen hier. Ja, geil. Super. Jetzt endlich, ich bin tot. Ab zu meiner KH 2002. Jetzt sind wir endlich mal wieder Medic hier und nicht mehr Aufklärer. Wo spawnen wir denn? Genau, hier, bei B. Ein guter Spawnpunkt. Medikit ist gelegt. Die eine Bombe tickt. Da ist ein Feind. Und wir springen jetzt mal hier gekonnt zu B rüber. So, Bombe wird scharf gemacht. Komm, wär doch scharf hier. Was soll die Scheiße? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Scharf. Die Bombe ist scharf. Das möchte ich sehen hier. Ne, den konnte ich nicht reanimieren. Also, nur reanimieren, wenn es sicher ist. Aber wenn 20.000 Feinde davor sind, ist es scheiße. Tickt die Bombe denn noch? Die Bombe tickt noch, Leute. Das ist gut. Beschützt mir die Bombe. Die wird entschärft, ich krieg ganz viel. Da sagst du noch, beschützt die Bombe? Wird's entschärft. Jetzt aber. Da wurde sie scharf gemacht, da habt ihr Heilung. Und der Sound ist wieder weg, hört's euch an. Ist widerlich, ist es. Oh Leute, jetzt kam ein Feind von hinten, oder was? Pumpt den Dödel um. Ja, wie viel überlebt denn der? Ist aber hier mal guter bei der Fisch, ne? So, machen wir sie wieder scharf. Also ganz ehrlich, die K2002, nichts gegen die Waffe, aber ich fand die früher ein bisschen stärker. Oder? Damals hast du nicht ein ganzes Magazin gebraucht, bis ein Feind umgekippt ist. Okay, B tickt.
Das ist schon mal gut. Also B soll jetzt langsam auch mal down gehen. Genau, zack. B ist down. Und jetzt widmen wir uns aber A. Das Teil wird auch gerade scharf gemacht. Gut, gut, gut. So gefällt mir das. Und nur zur Info. Diese Runde geht 25 Minuten bereits. Und das, obwohl es kein High-Ticket-Server oder sonst was ist. Also, ja, man braucht eben nicht unbedingt High-Ticket, um lange Runden zu haben. Das kann auch so oftmals der Fall sein. Hilfe! Ah, jetzt kam sie von hinten. Die Umpa-Lumpas. Aber zack, die Bombe ist down gegangen. Dein Team hat gewonnen. Wenn man das jetzt mal mit dem Anfang vergleicht, als es wirklich verdammt brenzlig für uns aussah, haben wir das jetzt richtig souverän runtergespielt. Und das Ganze geht aus mit einer 33 zu 11. Und was weiß ich, 7800 irgendwie viel Punkten. Und 7691, um genau zu sein. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.